Menschen herum mit nem Zauberbuch. Jetzt backen wir Kekse, was für ein toller Geruch. Wir suchen uns ein Kostüm von der Stange aus und wir schnitzen ein Gesicht für Kürbis Jack. Wir reisen herum mit nem Zauberbuch. Jetzt backen wir Kekse, was für ein toller Geruch. Wir suchen uns ein Kostüm von der Stange aus und wir schnitzen ein Gesicht für Kürbis Jack. Kekse, was für ein toller Geruch. Wir suchen uns ein Kostüm von der Stange aus und wir schnitzen ein Gesicht für Kürbis Jack. Wir reisen herum mit nem Zauberbuch. Jetzt backen wir Kekse, was für ein toller Geruch. Wir suchen uns ein Kostüm von der Stange aus und wir schnitzen ein Gesicht für Kürbis Jack. Sind köstlich und schmackhaft, sind süß und sehr nahrhaft. Sind köstlich und schmackhaft, sind süß und sehr nahrhaft. Himbeeren, Himbeeren, rot und lecker, ganz kahl und rund. Himbeeren, Himbeeren, klein und lustig und so gesund. Gerät hat Schüttelarme, schüttel die reifen Früchte ab. Und das Fließband nimmt all die Früchte mit und die Frau nimmt die schlechten raus. Sind köstlich und schmackhaft, sind süß und sehr nahrhaft. Sind köstlich und schmackhaft, sind süß und sehr nahrhaft. Himbeeren, Himbeeren, rot und lecker, ganz kahl und rund. Himbeeren, Himbeeren, klein und lecker und so gesund. Sind die Körbe voll, fährt der Laster sie weit weg in die Fabrik. Dort friert man sie ein, bringt sie ins Geschäft, da kaufen wir sie gerne ein. Himbeeren, Himbeeren, rot und lecker, ganz kahl und rund. Himbeeren, Himbeeren, klein und lustig und so gesund. Sind köstlich, Himbeeren, sind süß und sehr nahrhaft. Sind köstlich, rot und lecker, ganz kahl und rund. Sind köstlich, Himbeeren, sind süß und sehr nahrhaft. Sind köstlich und lustig und sind so gesund. Sind köstlich und schmackhaft, sind süß und sehr nahrhaft. Sind köstlich und schmackhaft, sind süß und sehr nahrhaft. Farben.
ich sehr. In der Luft sind sie frei. Ball und Spaß, seid ihr mit dabei. Fliegen hoch am Himmelszelt, sie fliegen weg rund um die Welt. Fliegen links und fliegen rechts, fliegen weit und von uns weg. Wie viele bunte Ballons kannst du sehen? Jetzt geht's los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Bunte Ballons fliegen hoch, bunte Ballons am Himmel hoch. Bunte Ballons, so viele Farben, welche magst du gern? Hey, ich bin's, Blippi! Wow! Das Auto da sieht echt dreckig aus. Hey, ich weiß genau, wo man hinfährt, wenn sein Auto dreckig ist. Kommt mit! Fährst du dein Auto auf der Straße lang, dann musst du es waschen. Es ist komplett bedeckt mit Schlamm. Autowäsche, wir schrubb, schrubb, schrubben. Autowäsche, die bub, bub, bubben. Wasch es weg, es muss echt sauber sein. Super sauber! Oh, Autowäsche. Es glänzt schon ganz sauber. Oh, Autowäsche. Wow, wir sind schon fast fertig. Was brauchen wir noch? Und Handtuch, Seife und Wasser auch. Machen wir ihn sauber, bereit für die Straße. Autowäsche, wir schrubb, schrubb, schrubben. Autowäsche, die bub, bub, bubben. Wasch es weg, es muss echt sauber sein. Super sauber! Oh, Autowäsche. Das wird so ein Spaß! Oh, Autowäsche. Was müssen wir noch machen? Nimm die Bürste für die Räder. Schrubb den Dreck weg, der sich dort versteckt. Spritz dann mit dem Schlauch all die Seife weg. Ist so gut wie neu, das ist wirklich toll. Autowäsche, wir schrubb, schrubb, schrubben. Autowäsche, die bub, bub, bubben. Wasch es weg, es muss echt sauber sein. Super sauber! Oh, Autowäsche. Wow, es ist so sauber. Oh, Autowäsche. Danke, dass du mein Freund bist. Oh, Autowäsche. Auf dem gelben Rad fahren wir durch die Stadt. So ein schöner Tag für eine Radfahrt. Die Stadt erkunden macht so viel Spaß. Es gibt so viel zu sehen. Auf dem Fahrrad kann man echt frei sein. Die Landschaft ist wirklich wunderbar. Führt nur die Wahrheit Luft. Sie bläst durch euer Haar. Wo fahren wir wohl heute hin? Radeln auf unserem Fahrrad. Nimm ein Rad mit, wo ich auch bin. Mal schauen, was mein Rad so drauf hat. Drehen sich rundherum. Radeln ist Sport und man sieht die Welt. Das ist, was mir am Rad gefällt. Es gibt so viel zu sehen. Auf dem Fahrrad kann man echt frei sein. Die Landschaft ist wirklich wunderbar. Führt nur die Waldluft. Sie bläst durch euer Haar. Wo fahren wir wohl heute hin? Radeln auf unserem Fahrrad.
die Reifen in Ordnung sind. Fahr stets vorsichtig für die frische Luft. Sie bläst euch euer Haar. Zusammen schaffen wir den Sieg. Dribbel den Ball und gib ihn ab. Schieß ein Tor, schon gewinnen wir. Schläger hoch, schwing ihn weit. Ein Home Run, das ist toll. Bist du ein Teamplayer? Feuerst du andere an? Bist du ein Teamplayer? Jetzt sind deine Freunde dran. Teamwork ist traumhaft. Zusammen spielen, so ein Spaß. Wir sind Freunde fürs Leben. Teamwork ist traumhaft. Zusammen spielen, so ein Spaß. Wir sind Freunde fürs Leben. Alle für einen, einer für alle. Zusammen schaffen wir den Sieg. Sport ist schwer, man lernt immer dazu. Übung macht Meister, bald schafft das auch du. Teamwork ist traumhaft, zusammen spielen, so ein Spaß, wir sind Freunde fürs Leben. Für einen, einer für alle. Zusammen schaffen wir den Sieg. Back, back, backen wir Teig. Back, back, seid ihr bereit? Roll es aus, mach eine Form. Sei auf Zack, mal los, back, back, back. Hefe dazu, für ein Brot wärst du. Die Maschine läuft, sie knetet Teig. Guckt mal da, wie wunderbar. Croissant und Kekse, Schnecken. So viele Sachen können wir backen. Sei auf Zack,
dem Flugzeug sorgt für schnellen Flug. Der Schwimmkörper lässt es schwimmen auf dem Wasser drauf. Und hinter dieser Klappe gibt es Stauraum, da können Koffer rein. Und das Ruder brauchst, wenn du mal näher willst ans Land. Gib ab vom Wasser, fliegen in den Himmel los, fliegen über den Ozean so hoch. Die Propeller drehen sich, die Flügel gleiten, wir fliegen über den Wind. Im Wasserflieger geht es schnell. Im Hänger stehen all die Flieger und warten still. Mit etwas Farbe und einer Reparatur gehen sie bald auf Tour. Wir sind bereit für unseren Flug, schneid dich gut an. Schau mal über die Stadt, fliegen wir entlang. Gib ab vom Wasser, fliegen in den Himmel los, fliegen über den Ozean so hoch. Schild, denn der Bulldozer, der schiebt den Dreck schnell weg. Da ist ein gelber Bulldozer, er ist groß und schwer, er bewegt den Dreck. Auf der Baustelle klappt so alles toll. Setz deinen Helm auf, los, steigen wir ein und planieren Sand. Bulldozer, er schiebt Schutt aus dem Weg, der Bulldozer. Und dafür braucht ihr ein Schild, denn der Bulldozer, der schiebt den Dreck schnell weg. Ein Baum mal stürzt, der Fahrer ist immer in Sicherheit. Man fährt über alles, groß und klein, egal wohin, so soll es sein. Bulldozer, er schiebt Schutt aus dem Weg, der Bulldozer. Und dafür braucht ihr ein Schild, denn der Bulldozer, der schiebt den Dreck schnell weg. Bulldozer, er schiebt den Dreck schnell weg. Bulldozer, ja, denn der Bulldozer, er schiebt den Dreck aus dem Weg. Hey! Ich bin's, Blippi. Könnt ihr sehen, was ich tue? Ich male. Jap, eigentlich bemale ich nur einen gewöhnlichen Pappkarton. Seht's euch an. Seht, ich habe einen Pappkarton und bemale ihn. Habt ihr eine Ahnung, was ich da mache? Ja, tatsächlich mache ich einen Limonadenstand. Yeah! Ich liebe Limonade. Sie ist so yummy. Aber ein Limonadenstand ist nicht dazu da, dass du sie alleine trinkst, sondern für andere, an die du die Limonade verkaufst. Yeah! So, das Erste, was wir jetzt machen, wir machen einen wunderschönen Limonadenstand, sodass einfach jeder kommen will, um sie zu probieren. So, alles ist jetzt bemalt. Ich habe diese gelben, dreieckigen Fähnchen. Und ich mache sie hier fest, hier ganz oben.
Das wird unsere Käufer anlocken. Okay, noch etwas Klebeband hier. So ist's gut. Wow. Okay, ihr seht die gelben Dreiecke? Ja, was hat die Farbe gelb und an was denkt ihr dabei? Limonade! Auch die Sonne hat die Farbe gelb. Okay, weiter geht's. Und dann haben wir noch ein paar mehr davon. Wow. Habt ihr denn schon mal Limonade probiert? Sie ist wirklich lecker. Echt schräg, weil isst man nur eine normale Zitrone, ist sie wirklich sauer. Aber mit ausreichend Wasser und noch etwas Zucker machen wir es schön süß. Und es wird ein Erfrischungsgetränk. Okay, wie wäre es denn genau hier? Wow, er ist so schön. Okay, wir haben unseren Limonadenstand. Blau und Orange, meine zwei Lieblingsfarben. Wir haben die gelben Fähnchen, die bringen mehr Kundschaft. Aber all die Kunden werden dann sagen, was tut Blippi denn da? Also müssen wir ihnen sagen, was wir machen. Wir verkaufen jetzt Limonade für einen Dollar. So, jetzt stecken wir es hier rein. Perfekt! Wie sieht es aus? Könnt ihr sehen, was ich hier tue? Yeah, ich verkaufe Limonade. Okay, der Stand ist fertig gebaut. Nun kommt der Moment für die Limonade. Und dann wird sie verkauft. Yay, los geht's. Yeah, die erste Zutat für Limonade, die Zitronen. Haha, es geht los. Super, dass unser Freund einen eigenen Zitronenbaum hat. Das spart uns sicherlich einen Haufen Kohle, wenn wir ausrechnen, wie viel uns die Limonade gekostet hat. Okay, los geht's. Seht ihr den Pitcher? Wir brauchen viel Wasser, Zucker, Zitronen und wir peppen es mit ein paar Himbeeren auf. So wird's Himbeerlimonade. So, als erstes schnappen wir uns die leckeren Zitronen. Yeah, okay. Und nur Erwachsene dürfen Messer benutzen. So, wir nehmen zuerst die Zitrone. Wir schneiden sie durch. Wir benutzen die Presse. Und quetschen all den Saft raus. Seht mal her. Bereit? Wow! Yeah! Könnt ihr all den Zitronensaft darin sehen? Okay, wir nehmen noch eine. So macht man das. Wow! Mit diesem Ding presst man den ganzen Saft aus. Seht doch, wie lecker. Ich wette, er ist wirklich sauer so. Okay, ich denke, wir haben genügend von unserem Zitronensaft für die Limonade. Okay. So, als nächstes kommt der Saft in den großen Pitcher. Alles rein. Ups. Okay. Das Fruchtfleisch ist reingeplumpst, aber das ist okay. Okay, also die Zitronen kosten nichts. Also, das kostet uns 0 Dollar, sie zu machen. Es läuft alles nach Plan. Okay, als nächstes kommt dann unser Wasser. Okay. Wow. Wow. Wow, das ist die perfekte Menge. Okay, also die Zitronen waren gratis. Das Wasser kostet 10 Cent. Yeah, und jetzt muss es noch süßer werden. Denn das ist eigentlich nur wie stark verdünnter Zitronensaft. Und das wäre wirklich
herb und sauer. So, und hier haben wir den Zucker. Yeah, das ist eine richtig leckere Zutat. Ihr solltet aber nicht zu viel Zucker essen. Aber für die Limonade brauchen wir jetzt 6 Löffel. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, geschafft. Wir stellen ihn weg. Jetzt umrühren. Diese Limonade ist jetzt fertig. Ihr braucht für unsere Limonade die Zitronen, Wasser und Zucker. Aber wir haben noch die Extra-Zutat von vorhin, wisst ihr noch? Himbeeren! Yeah, wir machen jetzt Himbeerlimonade. Aber bevor wir das tun, lasst uns ausrechnen, wie viel die Limonade uns bisher gekostet hat. Nun, die Zitronen kosten nichts. Ein Geschenk von unserem Freund. Das Wasser kostet 10 Cent. Und der Zucker kostet 40 Cent. Also sind wir bei 50 Cent für den vollen Pitcher. Wow, okay. Wir geben die Himbeeren dazu. Ach Mist, eine fiel raus. Wir nehmen die nicht mehr. Nur noch die hier drin. Bereit? Rein mit euch. Wow. Sie treiben oben. Wow. Himbeerlimonade. Okay. Jetzt zu unseren Gesamtkosten. Lasst uns rechnen. Also vorhin waren wir bei 50 Cent. Und die Himbeeren kosten 50 Cent in einem Supermarkt. Also 50 Cent plus 50 Cent sind 1 Dollar. Wow, der ganze Pitcher kostet uns 1 Dollar. Okay, dazu noch etwas Eis. Schön kühl. Und dann geht's los mit dem Verkaufen. Das Eis war gratis, denn unser Freund hat auch eine Kühltruhe voller Eis. So, jetzt haben wir eiskalte Limonade. Himbeerlimonade. Jetzt können wir sie verkaufen. Ich denke, es sind etwa 8 Gläser hier drin. Und sie kosten uns 1 Dollar. Also 8 Gläser verkaufen wir für je 1 Dollar. Ergibt 8 Dollar. Und wir ziehen 1 Dollar ab. Macht 7 Dollar. Wow, wir bekommen 7 Dollar. Und los. Wow, und los geht's. Wir haben diesen mega coolen Limonadenstand. Wir haben die leckere Limonade. Yeah. Nun ist es an der Zeit, sie zu verkaufen. Es geht los. Limonade. Limonade. Wer möchte gern Limonade? Ich möchte eine Limonade. Oh, okay. Wie geht es dir heute? Gut, aber etwas durstig. Oh, wirklich? Tja, sieht so aus, als hätte ich da was nur für dich. Oh, fantastisch. Was kostet sie? Nur 1 Dollar. 1 Dollar. Oh. Hier habe ich ihn. Oh, spitze. Gerne. Was ist das für eine Sorte? Sie ist keine gewöhnliche. Das ist Himbeerlimonade. Ich liebe sie. Ich bin gespannt. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Bye. Habt ihr es gesehen? Ihr und ich haben unsere allererste Limo verkauft. Gut gemacht. Nun, das war ein Spaß, etwas über das Geschäft zu lernen, wie man Limonade macht. Und Spaß dabei zu haben. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Okay, ich verkaufe weiter Limonade. Limonade! Limonade! Irgendjemand Limonade? Huhu! Yeah! Limonade!